Ja, hallo Freunde, Sabah al-Khair, guten Morgen. Hier aus dem schon wieder 31 Grad heißen Tripoli, Nordliban. Ich bin heute schon wieder sehr früh unterwegs gewesen und musste wieder zur Immigrationsoffice. Musste ich alle 3 Monate, das ist völlig normal. Man hat ja Gesetze, an die man sich halten muss. Und ich habe gedacht, ich schicke euch mal wieder ein Unterwegs-Video. Guten Morgen, Gruß hier aus Tripoli von mir. Und ja, wir haben hier immer Stau und immer ist alles voll. Ich habe mir jetzt hier gerade ein Taxi genommen und fahre jetzt von der Immigrationsbehörde wieder zurück. Das ist immer ein Akt, wenn man mit Behörden zu tun hat. Es ist ja so, dass man hier, wenn man Behördengänge hat, damals das erste Mal in Syrien, also 2016, da wusste ich das natürlich noch nicht und da ist es immer so, wenn man hier Behördengänge hat, dann muss man sich vernünftig anziehen. Ich bin damals das erste Mal mit Flipflops und Shorts hingegangen und natürlich hat mich das Militär nicht mal aufs Gelände gelassen. Ich soll nach Hause gehen und mich umziehen. Ja, nun gut. Mittlerweile ist es ganz klar, ich mache es jetzt immer so. Ach so, wir sind hier das ist Halab. Halab wurde 1881 gegründet von Abdul Rahman und ist der älteste Süßwarenhersteller im Orient. Also der halbe Orient kauft hier bei Halab ein. Man kann hier auch essen gehen. Also Süßspeisen kann ich hier empfehlen. Also da sind sie top drin. Das ist super. Aber sie bieten auch Lunch an, also Mittagstisch. Man kann dort auch essen. Das Restaurant ist super, ganz toll. Aber die Qualität für Essen kann man vergessen, sag ich mal. Und ich gehe, also wenn zum Süßigkeiten essen, kann man dort sehr gut. Das ist eben halt, dafür sind sie berühmt und im ganzen Orient haben sie auch Filialen. Ja, aber wo war ich jetzt gerade stehen geblieben? Mit den Behörden, wie gesagt, ich mache es jetzt immer so, ich nehme mir einen Rucksack mit, packe mir eine Shorts ein, fahre mit langer Hose hin und wenn ich fertig bin in der Behörde, dann ziehe ich mich wieder draußen auf dem Parkplatz um und ziehe mir eine kurze Shorts an. Weil das ist mir einfach sonst zu heiß. Und ich habe gedacht, ich mache euch mal wieder ein Straßenvideo, habe ich ja lange nicht gemacht. Auch mal wieder was zwischendurch zur Abwechslung. Wie gesagt, es geht immer ganz, ganz langsam voran. Was kann ich euch noch erzählen? Ja, ich habe heute Morgen, dass ich mit dem einen Taxi hingefahren bin, weil es ist von Mina. Also ich wohne ja in Mina, das ist einer der ältesten Stadtteile nach der Zitadelle. Und das sind schon ein paar Kilometer, also Mina ist dann eine kleine Halbinsel und da wohne ich ja direkt in der Altstadt, in einer kleinen Gasse und da muss man schon mit einem Taxi fahren. Die Taxis, sage ich mal, ist jetzt nicht so wie bei uns, dass man jetzt sagt, man nimmt ein Taxi und man sitzt dort alleine drin. Hier ist es so, man hat ein Taxi und die Taxis fahren hupend durch die Straßen und jeder steigt ein und steigt aus. Und sagt, wo er hin möchte und aussteigen möchte. Und da hat man immer halt ja sehr viele verschiedene Fahrgäste, die ein- und aussteigen. Und das Gute daran ist, man bezahlt nur 1000 libanesische Pfund. Und das sind umgerechnet dann vielleicht, je nach Tageskurs, vielleicht 50 Cent oder sowas. Das kommt nur, ist natürlich eben halt der Vorteil, wenn eben halt so viele Leute ein- und aussteigen. Und jeder bezahlt seine 1000 und das, so kommt der Taxifahrer eben halt aufs Geld. Ja, und hier, da war mal ein McDonald's. Könnt ihr sehen? Also es ist hier ähnlich, sag ich mal, wie in Syrien. In Syrien gibt es da gar keine amerikanischen Unternehmen mehr, also McDonald's oder Kentucky und so weiter. Die sind hier aus der Stadt auch raus. Und der einzige, der hier noch in der Stadt ist, das ist Burger King. Und die anderen, also Kentucky und McDonald's oder sowas und Pizza Hut, diese Unternehmen, die sind rausgegangen an die Autobahn.
Ich habe noch nie jemanden da drin sitzen sehen. Die machen immer ganz vermehrt Werbung. Also ihr seht ja hier, Burger King. Sitzt nie jemand drin. Ich frage mich, wie die sich finanzieren. Ja. Also noch bin ich hier in Tripoli Stadt. Hab mir heute Morgen auch gerade wieder den Daily Star gekauft. Also meine Tageszeitung ist die einzige englischsprachige Zeitung, die man hier haben kann. Aber der Daily Star Libanon, wenn man den mal, also ich mache es immer spaßenshalber, vergleiche mit dem Daily Star aus New York oder aus London, also die Originalausgaben, das ist dann schon ein gravierender Unterschied, was sie da schreiben und was der Daily Star hier schreibt. Naja, gerade jetzt wieder also zur Bankenkrise. Wir hatten gerade Besuch gehabt vom obersten Bankenchef aus den USA. Der war jetzt am Montag und Dienstag hier. Und naja, dazu, ich weiß nicht, sie haben angedroht. Also er hat gesagt, zum Beispiel, wir haben nicht vor, Banken zu sanktionieren. Dabei hat er aber vergessen zu erwähnen, dass sie schon 11 Banken hier in Libanon sanktioniert haben. Er hätte sagen müssen, keine weiteren Banken. Und er hat ein Preisgeld ausgesetzt von 10 Millionen Dollar für Hinweise, wer und wie die, also wie die Hezbollah, das ist hier eine ganz normale demokratisch gewählte Partei. Bei den letzten Wahlen im Mai 2018 hat die Hezbollah hier haushoch gewonnen und die alte Regierungspartei von Hariri hat verloren, also mehrere Sitze verloren und die Hezbollah hat hinzugewonnen. Und die Hezbollah ist eben halt eine Partei, die wurde 1985 gegründet und ja, einen politischen Arm und einen militärischen Arm. So, das ist der einzige Unterschied. Sie ist aber keine Terrororganisation. Es ist auch keine rein schiitische Partei oder militärischer Arm. Es sind dort genauso neben den Muslimen, schiitische Muslime, sunnitische Muslime und Christen. Maroniten sind dort drinnen vertreten. Alle. Und gerade bei der Wählerschaft der Christen hat die Hezbollah hier bei den Wahlen haushoch gewonnen. Christen haben die alle gewählt. Also dieses blöde Gefasel von, dass die Hezbollah eine Terrororganisation ist, ist völliger Blödsinn. Nun ja, also wo war ich stehen geblieben? Jetzt bin ich ganz von abgekommen. Ja, das wackelt hier ziemlich, weil die Autos, also es ist ja auch wieder ein super alter Mercedes. Also, achso, ich war bei den Banken. Jedenfalls, die USA wollen wissen und haben 10 Millionen Dollar Preisgeld ausgesetzt für Hinweise, wer die Hezbollah finanziert, woher das Geld kommt und wer sie finanziert. Und da deswegen haben sie eben halt bereits 11 Banken sanktioniert. Und jetzt haben sie eben halt 10 Millionen Dollar ausgesetzt für Hinweise, wer sie finanziert und welche Bank, über welche Banken die Hezbollah ihr Geld ja, transferieren. Man muss dazu wissen, die Hezbollah verfügt über ein jährliches Budget von über 700 Millionen Dollar. Die Hezbollah ist eben halt wirklich, wie gesagt, eine Partei, die hier im Libanon und überhaupt im Orient, also aus Syrien, Irak, Iran, von vielen Quellen Geld bekommt. Und viele Geschäftsleute, viele große Unternehmen finanzieren sie. Es ist genauso wie in Deutschland die Parteispenden. Da müssten ja alle Parteien in Deutschland, sage ich mal, Terrororganisationen sein, wenn sie eben halt ihr Geld mit Parteispenden von allen möglichen Unternehmen erhalten. Also lasst euch da nicht immer verarschen. Und hier ist man froh über die Hezbollah, weil die Hezbollah gilt hier als Beschützer aller Religionen. Und das sagt auch jedes Mal Hadi Nasrallah, der Anführer der Hezbollah, Parteivorsitzender, dass die Hezbollah für alle Religionsgruppen stehen. Wir haben hier im Libanon und auch in Syrien 19
verschiedene Religionsgruppen, verschiedene Religionsgemeinschaften. Und alle werden von der Hisbollah verteidigt und beschützt. Und genauso sind deshalb auch in der Partei und im militärischen Arm der Hisbollah alle Religionsgruppen mit vertreten. Wie in Syrien auch. Ich habe es euch schon oft genug gepostet, so viele Fotos gezeigt, gemacht, zusammen mit Soldaten. Einer Muslime, der andere Christ und sind Freunde und kämpfen gemeinsam Seite an Seite, sei es in der syrischen Armee, in der libanesischen Armee oder eben in der Hisbollah. Ja, und jetzt sind wir hier unten an der Corniche, auf dem Weg nach Hause, also zu mir nach Hause. Hier ist der Hafen. Und da drüben auf der anderen Seite, da liegt Syrien. Also die syrische Küste ist ungefähr dort drüben an. Also von hier ist es ungefähr eine halbe Stunde über die Grenze Al-Arida. Ich kann Tattoos abends die Lichter sehen und am Tage, wenn wir klare Sicht haben, kann ich ebenso gut auch Tattoos sehen, wie sich das Sonnenlicht ja in den Glasfassaden der Hotels spiegelt. Also gut, ich bin jetzt gleich zu Hause und dann werde ich erstmal frühstücken, weil das habe ich heute Morgen nicht geschafft. Tamam. Ja. Und es wird kräftig gebaut. Hier drüben ist eine kleine Insel, da kann man rübergehen und da kann man schwimmen und baden. Aber ich fahre meistens mit dem Schiff rüber nach Rabbit Island. Rabbit Island ist eine der vielen Inseln, die wir hier haben. Und da ist es super schön, da kann man toll schwimmen und den ganzen Tag drauf verbringen. Okay. Wir sind jetzt gleich bei mir zu Hause und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Und ganz liebe Grüße hier aus Tripoli, Mina. Und wenn ihr Fragen habt, kommentiert, schreibt. Ich bin immer bereit zu antworten. Bloß gebt mir Zeit. Und viele schreiben immer, Marco, du antwortest gar nicht. Ich warte schon seit 3 Wochen. Aber ich bin wirklich voll mit... Tamam. Ja, hier geht es in meine Straße jetzt rein. Tamam. Also ich bin jetzt zu Hause und also dort in diese kleine Straße, in diese Gasse dort rein, da bin ich, geht's zu meinem Haus. Okay, euch liebe Grüße hier aus Tripoli, Mina. Bis bald. Ciao.